Ja, Hallöchen und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von 7 Days to Die Raymast. Und ich bin natürlich mit meiner Bubble Cola hier nicht alleine, mit mir zusammen der Extreme Zorg. Moin, moin. Und der Kinano. Moin. Ja, zum feierlichen Anfang. Was ich gleich als allererstes machen möchte, einfach nur weil es geht. Ich crafte ein Drying Rack. Jetzt ist es soweit. Dauert 30 Sekunden. Das ist super. Der Extreme, der keine Quest mehr hat, der möchte jetzt unbedingt farmen gehen. Hat er gesagt, er will farmen gehen. Er will einfach nur hier kleine Schlucht um die ganze Basis bauen und eine Mauer da hochzimmern und so was. Dafür braucht er ganz viel Material, hat er gesagt. Ja, für die Forge, ja. Genau, genau. Und der Kinano. Ja, und ich? Was mache ich? Der Kinano. Der holt Nitrat. Kinano holt Nitrat, weil genau, wir sind Erde. Biohazard und Erde. Und Woodframes. Woodframes. Von Fremse. Also, ich mache alles. Ey, machst du so weiter, dann kriegst du Woodframes ins Gesicht. Also, das ist Kittys Planung für die ganze Staffel. Ah, ja, das ist das Rack. Output. Das ist ja klein, ey. So, ich würde. Ich hab gedacht, das wäre so fett wie das hier, das Campfire. Muss ich auf Rezept gehen dafür? Achso, Echt klein, ne? Brauchen wir fürs Bello oder für die Forge, brauchen wir dafür Leder oder ja, Tierhaut? Nee, Leder. Dann kann ich ja alles in Leder machen, ja? Ja. Gut, dann mache ich 51 Leder. Jetzt dauert auch nur schläppische 25 Minuten und 30 Sekunden. Ja gut, das wird in dieser Folge nicht mehr fertig. Ich habe auch noch was ich da reinpacken könnte. Und, was wollte ich noch gucken? Die Dosen kann ich ja mitnehmen. Die kann ich ja nochmal füllen mit Wasser unterwegs. So, ich werde jetzt rausgehen. Kann ich. Also, sind noch 10 da irgendwo in der Kiste, ne? Ja, ich habe 19 Dosen jetzt dabei. Ich möchte übrigens noch mal eine Sache zeigen, was im Extreme Mimi fehlt. Wir haben solche besondere Quests, die hängen mit den Koffern zusammen, die man am Anfang öffnet. Ja, die fehlt mir auch. Und ich muss unter Verwendung Holzbogen. Das heißt, ich muss mir einen Holzbogen craften und dafür die Pfeile und so weiter und so fort. Dementsprechend muss ich jetzt erstmal Steine kloppen, um Pfeilspitzen zu machen und so weiter und so fort. Nester finden. Ich werde mich eh bald verwandeln und meine Freunde fressen. Das ist okay. Mhm. Ich häng hier fest. Oh, diese Luke. Achso, das ist halt ihr. Ich dachte, das wäre ein Zombie. Ja. Komm mal runter. Übrigens kam auch in den Kommentaren positives Feedback. Das wollte ich auch nochmal wiedergeben. Der liebe Rainer hatte zum Beispiel auch geschrieben, dass wir uns. Ach du Scheiße! Was ist denn hier los, Alter? Wir haben unsere Spuren verloren, 20, ne? Alter, die baden in unserem Wasser. Das können wir nie wieder trinken. Ja, nice. Was? Achso, ich dachte, das Auto wäre explodiert. Fängt das schon wieder gut an hier. Oh, ich wünschte, ich hätte jetzt meinen Holzbogen dabei. Au! So, der liebe Rainer? Der liebe Rainer hatte geschrieben, dass wir, so wie wir spielen, genau richtig spielen. Wir sollen uns einholen lassen, dass er unsere Spielart und Weise feiert und, wir also weitermachen sollen. Yeah, danke, Rainer. Ja, fand ich auch. Keiner ist reiner als Rainer. Was? Das? Oh nein, ich bin jetzt auch infiziert. Ja. Ja. Geil. Kitty kümmert sich ja darum. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, Kitty holt sich ja Nitrat, macht uns Antibiotika. Was ist kaputt? Der Brunnen. Nein. Oh. Unsere ewige Wasserquelle. Hallo, ich bin einer von euch. Nein, ich bin fast ein Zombie. Ich bin fast ein dreifacher Zombie. Ich hab aber die Schnauze voll hier. Geil, eine Sonnenbrille. Wow, gut, dass ich nur looten wollte. Und jetzt halt Token. Schatzkarte. Oh geil, eine Schatzkarte. Kitty, du bist so geil, du hast eine Schatzkarte. Yeah, Loot, sie geil. Lebt noch. Da lebt ja noch einer. Ja. So, Loot. Loot, ich stehe auf Sponti, Loot. Achtung, der sterbt dir wieder. Geiler Loot. Für den LKW bauen wir natürlich nur mit den Engländern auseinander, ist klar. Guck mal, hier hängt ein ganzes Brett. Und ich bin Level 13. Könnt ihr mal sehen, wer hier am meisten ackert? Das ist ja scheiße. Ja, auf der Stelle rumlaufen, das kann er am besten. Ja, und weißt du, wie anstrengend das ist? Lauf mal eine Stunde auf der Stelle, mein Freund. So, der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, bei mir auf dem Kanal sind derzeit noch keine Folgen offen. Hängt damit zusammen, weil zum einen die 7 Days to Die Folgen auf der letzten Staffel noch nicht alle raus sind.
Und zum anderen, ich komme derzeit einfach nicht dazu. Ich bin froh, dass ich mit den Jungs zum Aufnehmen schaffe. Das freut mich schon ganz, ganz dolle, dass das überhaupt klappt. Ja, wenn noch einmal ein Baum auf mich fällt, oh, aus der Schatten. Oh, oh, so. Oh, ich habe Bissmarker. ich also, glaube, ich muss einen Verband nehmen, ne? Ja, oder ganz weit weggehen, weil du Marker bist. Ich habe Dead Space gespielt, ich weiß, was das heißt. Das heißt, ich brauche Stoff. Und ich habe nee, das heißt nichts Gutes. Ja, Stoff, das heißt nichts Gutes, extrem. Ach, guck mal hier, Pflanzenfaser muss ich auch noch holen. Gut, dass mich die Quest dran erinnert. Ich versuche erstmal die Questen abzuschließen, damit ich endlich mal den Bildschirm da oben weg werde. Ja, mache ich jetzt gerade auch. Habe ich in der ganzen letzten... Nee, du suchst Nitrat, mein Freund. Sei du mal ganz ruhig jetzt. Ich brauche ja Holz und Stein und Lehm, also am Ende weg alles irgendwie. Kriegst du aber nicht. Bam, bam, bam. Da, Quest so, ist endlich fertig. Reicht das? Oh, jetzt soll ich noch einen Holzknüppel fertigen. Oh, ich glaube, Steine geben kein Nitrat mehr, kann das sein? Haben sie das schwerer gemacht? Also ich habe jetzt nur rausgekriegt Kohle und Eisen. Es kann sein, dass der dann kein Nitrat hatte. Du hast nicht immer bei jedem Nitrat. Bei manchen ist es Kohle. Okay, das kann natürlich sein. So, erstmal Rasenmähen hier. Hier tut da alles hier wild rumwuchern. Das geht ja gar nicht. Oh, ein Nest. Oh, ist leer. Wenn ihr schon ein Nest lootet, Freunde. Dann macht's doch gleich kaputt. Dann macht es auch kaputt. Da kriegt ihr noch schöne Sachen bei raus. Und ihr könnt euch Level steigen. Ist auch was Schönes. Ich Zombie? Ich hab die ganze Zeit Gefühl, ein Zombie. Ja, man ist in Ravenhearts, ist man doch ein bisschen angespannt. Aber ich muss sagen, ich freue mich, dass wir wieder aufnehmen. Also ich habe ja die ganze Zeit Bock drauf gehabt. Und jetzt sind wir endlich wieder da. Naja. Eine Woche später, eine neue Aufnahmesession, neuer Livestream, wie immer. Endlich mal wieder tatsächlich eine Woche später. Wann haben wir das schon mal gehabt, dass wir tatsächlich wieder innerhalb von 2 Wochen 2-mal aufnehmen? Ja, schon ein bisschen her, ne? Sag mal, willst du auch mal sterben, Baby? Danke. Und Sponti, wie lange dauert die Infektion noch? Ah, zu lange. Wer es genau wissen möchte, 44 Minuten habe ich noch. Doch noch so lange. Oh wow, also was mich ehrlich gesagt freut, was mich eigentlich mit tatsächlich am meisten freut, ist diese verlängerte Bauleiste. Dass man einfach mehr Sachen gleichzeitig craften kann. Das ist wirklich optimal. Ja, das stimmt. Oh Gott, leck. So, können wir die zerlegen? Kann ich schon eine neue Axt machen? Bitte sag mir, ich kann eine neue Axt machen. Kann ich sehr schön. Ja. Und ein Holzbogen. Ciao. Und ein Holzbogen. Und ich kann Rezepte machen. Ha. So, dann mache ich mal 68 Stück von. Achso, ich stöhne, weil ich infiziert bin. Ach ja, ich war ja immer noch dabei, jetzt hier Stoff zu finden. Glück. Dann will ich mich mal ranhalten hier, bevor ich hier gleich tot bin. Hier ist auch direkt Lehm. Das wollen wir natürlich auch direkt am Start haben. Hier komm, kriegst du mit der Indianer-Steinaxt einen drauf, mein Freund. Da wurden einige Blauröcke mitgetötet. Yeah, Blauröcke. So, und ich mache einfach mal hier für die Quest hier unten rein. Hab ich noch Crafting-Punkte? Oh, die ich habe leider keine mehr. Machen wir mal so. So, Stoff. Die Ausdauer, die lädt sich echt langsam auf, ne? Was lädt sich langsam auf? Die Ausdauer. Ja, ist halt alles schwieriger und wir sind infiziert. Und wir werden bald zu Zombies. Wir machen uns bald keine Sorgen mehr um Ausdauer. Genau, durch Biohazard ist die Ausdauer ja sowieso reduziert, also die Regeneration. So, Bissmarke bin ich nicht los. Das hat nichts gebracht. Ja, wie werde ich das denn los? Du brauchst irgendwas anderes dafür. Ich habe irgendwas oben gefunden. Dieses Hydroxid, oder wie es heißt, oder Hydroxid. Ich brauche eine desinfizierte Bandage. Genau, dafür brauchst du dieses Hydroxid. Und das ist oben. Und das haben wir oben in der Kiste. Ja, ich habe was gefunden. Da hatte ich es vorgelesen und gesagt, das kann man für Bissmarke verwenden. Aber ja, keiner zugehört. Ja, in der letzten Aufnahme. Hör doch auf. Hast du aber nicht gelernt, ne? Das musst du nämlich lernen. Achso, nö, habe ich nicht gelernt. Warum? Du weißt, ich bin lernen, Paul. Du musst das Rezept finden. Sag mal. Ist ja geil. Ja, also wow. Gehen wir wieder loot. Ja, hallo, Aloe Vera. Nee. Aber könnte sich Killy aus seinem komischen Samenbuch raussuchen später? Er kann sich ja nachher entscheiden, welche Samen er haben möchte. 10 Stück. Ja, das bringt mir nicht 44 Minuten. Ist der Timer abgelaufen? Ich habe noch 42 Minuten. Ich fühle mich ganz wohl. Wie viele Stufen gibt es? Dirty. Und bin was? Ich auch. Hä, was ist denn das? Infektion. Dirty? Wasch dich mal, Junge. Dafür bräuchte ich was?
Ich bräuchte Seife tatsächlich. Ich bin nur infiziert. Wie, wann bist du denn bitte dreckig geworden? Was hast du denn gemacht? Ich brauche Seife, um das loszuwerden. Nein, die Seife ist für mich. Nein, du Killi kriegt Seife. Und guck dir Killi an, der hat's nötig. Ich glaube, da ja, hilft keine Seife mehr bei Killi. Ja, gutes, ein gutes Argument. Trifft auch leider zu. Wo ist denn hier der Unterschied? Boah, dauert das lange 900 Schläge für einen Baum. So, jetzt baue ich Pfeile. Dauert nur 2 Minuten. Also das Crafting dauert echt länger. Ich muss sagen, dieser bisschen mehr realismusnahere Spielablauf macht schon ehrlich gesagt ein bisschen mehr Spaß, weil es einfach schwerer ist. Ja, der Ablauf über viele Stationen auch. Du kannst nicht mehr einfach hier alles so craften und zerlegen. Oh mein Gott. Was. Oh mein Gott, ich kann doch diese Zombie-Minderheit nicht umbringen. Das kann ich so niemals auf YouTube stellen, wenn ich das mache. Du es. Aber sie ist zumindest nicht als erstes gestorben. Das Klischee habe ich besiegt. Was? Mhm. So, stirb! So. Ach, ich bin so doof, ich hätte den mit Pfeil und Bogen töten müssen. Holz, ich brauche noch 1, 2, 3, 4 Bäume, werde ich noch hacken und dann werde ich mal Stein besorgen. Minderheiten 10 als Doppelkill. Lehm habe ich ein bisschen. Wo ist die Grille, Extreme? Wo ist die Grille? Hä? Nee, zu spät. Nee. Da kommt noch Schlechteres, glaub mir. Ja. Außerdem war es ein Judah. Ich wollte gerade sagen, das war noch Mittel-Wizard-Fronti. So, wo haben wir denn Wasser? Habe ich vorhin nicht so viel. Achso, beim Brunnen. Ja, okay, war jetzt auf dem Rückweg. So, ich würde sagen, ich werde mich jetzt einfach ein bisschen umschauen, weil durch die Pfeileproduktion dauert jetzt ein bisschen. Länger, ne? Bis meine Axt fertig ist, aber ich kann aber jetzt mit einem Pfeil und Bogen jagen gehen. Um die Quest ein bisschen so abzuschließen. Verstehst du? Ich meine, ich weiß, verstehst du nicht. Jetzt kann ich aber natürlich die Nester nicht kaputt machen. Oh. Boah, so, Steine kloppen dauert so ewig. Ach, hör auf. Dauert doch nicht ewig. 2-3 Stunden maximal. Ja, eben. Ich kann mich an ein sehr hohes Level erinnern, wo Steine kloppen noch richtig Spaß gemacht hat. Da hat Steine kloppen richtig geil. Spaß gemacht. Den Baum nehme ich damit. Ist gesunken. Hey Baby, hast du schon einen Freund? Oh, daneben. Hey Baby, hast du schon einen Freund? Oh nein, nicht mit Nahkampfwaffe hauen. Du musst sie mit Pfeil und Bogen besiegen, Sponti. Erinner dich. Die innere Stimme von Sponti sprach. Und gib ihr einen Gnadenschuss. Keine Ausdauer, diese Infektion zieht einen so runter. Oh, ich habe eine Herrbürste, habe ich. Eine Herrbürste. Ist nicht für Frauen, ist nur für Herr. Bauwerkzeuge, Level 5. Nice. Alter, wie viele Zombies sich bei dir da tummeln? Also, ich wäre ein bisschen vorsichtiger. Wer von euch beiden das auch gerade immer ist. Ich glaube, der Extreme, der am Maisfeld steht. Ja, ich bin da. Ein Extreme am Maisfeld. Der hat immer Zeit. Ja, das sowieso. Boah, Alter, wie schnell bist du denn? Alter! Voll auf Speed. Immer und immer wieder. Speed in Ecstasy. Bitte was? Was? Ja, sowas kann der Extreme nicht. Nein, ich bin ein Braver. Wie die Zombie-Dame jetzt direkt auf dich zuläuft, Extreme. Oh, hi. Alter, wie kann ich denn so einen dicken Typ nicht treffen? Alter, zwei Meter entfernt. Joker, es war nicht so gewalt. Ehrlich nicht, ich wollte deinen Freund nicht umbringen. Dafür kriegst du jetzt einen auf die Mütze. So, Dicker, es ist vorbei. Schlaf. Oh, er lebt ja noch. Ich lebe ja noch. Jo, ich schlief noch. Ey, wie viel. Ey, dein Kopf ist so groß, da verschwinden die Pfeile einfach. Hörst du innen drin in deinem Kopf? Ding, 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 ding. Wow, Alter. was ist das? Oh, Blaubeerkuchen. Geil, Alter. Alter, geil, Blaubeerkuchen. Geil, Alter. So, wie viel Stein haben wir? Gib mal her. Holz ist auf jeden Fall gut. Lehm eigentlich auch. Dann gehe ich gleich mal hoch und versuche nochmal die Forge zu setzen. Das wäre geil. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Obwohl, Leder ist noch gar nicht fertig. Du hast doch gleich genug Leder. Ich sag doch, ich gehe gleich hoch und guck mal nach dem Leder. Das dauert 25 Minuten. Ja, das wird doch nicht alles auf einmal, oder? Das wird doch schon mal einzeln ein bisschen rausploppen, oder nicht? Oh, weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. Das könnte natürlich gut sein. Okay, nimm alles zurück. Nimm alles zurück. Ja, das ist doch richtig so, Sponti. Das hätte ich auch geraten. Auch die Anerkennung deiner Existenz nehme ich zurück.
Ja, sonst hätte das Mensch, Konsequenzen gehabt. Konsequenzen. Kantequenzen. Kansequenzen. Kallequenzen, kennst du den? Rate dir, leg dich besser nicht mit mir an. Wow, warte mal, du siehst über Leute, die stottern? Was? Ernsthaft? Kili? Nein, ich esse ihn nur. Wie heißt du? Kili? Boah, Gott, ich bin fast runtergefallen. Kinder nennen ihn auch Knicknack, Kili. Knicknack. Wenn er dich sieht, macht einmal Knicknack. Weißt du? Und das. Ja, ich renne eine Ehrenrunde, das ist auch gut. Oh, ich soll ein Holzknüppel craften. Hier liegt doch genug Holz hier, oder? Ja, genug ist relativ drei Holz. Wow, wir kommen erstaunlich gut voran, ohne dass wir panisch schreien, dass 1 Million Zombies bei uns sind. So unfassbar. Das ist krass, ne? Oh, ist es schon wieder fertig? Nice, dann gucke ich doch mal Bello. Kennt ihr New Technology von Bello? Wieso geht das nicht? Was denn? Brauchst du vielleicht doch Tierhaut und nicht Leder? Wieso darf ich das hier nicht craften? Ich hab alles mein Bello. Blasebalg. Blasebalg, Holz, Leder, kurzes Eisenrohr. 20 Leder brauchst du. Nein, ich hab da auch gar nicht. Jetzt steht er erst fertig und das war ein Fehler. Ja. Weil ich hier auf Dingens war. Ich war noch auf das Drying Rack, deswegen. Entschuldigung. Ich dachte ja, dass du das sofort ins Inventar ploppen kannst, aber nein. Warte kurz. Warte ganz kurz. Ja, komm. Gut, ich bin fertig. Du darfst auch einmal solch einen Moment haben, nachdem wir solche Momente tagtäglich dauerhaft bei dir haben. Wünschte ich hätte grillen. Blasebalg, kurzes Rohr und das andere. Kurzes Rohr. Ja, warte, komm. Du hast es dir verdient. Herzlichen Glückwunsch, Swansea. Mein Leben dreht sich nur um diese Grille. Du wolltest das unbedingt in dieser Folge noch schaffen, ne? Ja, also es wird Zeit. So, warte mal. Ich habe jetzt ganz viele Steine schon kaputt gehauen. Also ja, drei. Und ich habe nicht einmal Nitrat gekriegt. Ich glaube, es gibt Nitrat nicht mal aus den Steinen. War es nicht im normalen 7 Days auch schon rausgenommen? Nein. Du hast Nitrat aus den Steinen definitiv rausbekommen. Ich habe übrigens eine Lehmquelle gefunden, falls einer Lehm abbauen wollte. Ja, wo? Hier, wo ich stehe. Hier, wo ich bin, Kili. Komm mit. Ich muss für die Quest Lehm abbauen. Echt? Ja. Bei der Hauptquest? Ja, fertig. Ich bin immer noch fertig, eine Steinaxt, aber sammel Lehmklumpen, Steine. Und dann muss ich Pflastersteine herstellen. Ich muss immer noch. Guck mal, ich müsste eigentlich erstmal nochmal einen Bogen machen. Da ist Bogen. Das Rohr, verdammt nochmal. Ich suche, finde nicht. So. Gefällt dir das Dix? Wie, wo bin ich? 50 Sekunden noch. 50 Sekunden, Leute. Ja, krass. Ja! Was dann? Achso, dann ist fertig. Hatten wir jetzt eigentlich Seife, weil ich stinke. Ich brauche Seife, sonst sterbe ich. Keine Ahnung, 8 Sekunden, nee. 7 Sekunden. Oh! Konnte hinter dir auf was gehen. Gleich ist es vorbei, dann bin ich tot, weil ich stinke. Das war echt knapp. Ich war gerade am Craften. Das ist doch aber nicht. Stirb! Nutte! Bitte was? Das ist ein Berufsstand, okay? Das ist keine Beleidigung. Das ist eine Anerkennung eines Berufes. Was aber auch wichtig ist, was ich gerade hier in der Kiste sehe: Wir brauchen ganz viele hier diese Knowledge Points, diese Schriftstücke und Tinte. Da müssen wir ganz viel von aufbewahren. Dann können wir nachher diese Sachen craften, die wir ja am Anfang hergestellt haben, diese Bücher. Diese, damit kann man halt quasi Bücher machen. Wissensbücher. Okay. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich weiß halt nur, dass man es braucht und ich kann jetzt die Forge besetzen und das werde ich tun. Ich werde es tun. Nein, Extreme, tu es nicht. Extreme. Ich kann nicht alles. Arme Extreme. Ich hab's getan. Er war ein Guter. Und dann hat er angefangen zu sprechen. Ja. Und so begann Spontys Karriere. Entschuldigung. So, Kochtopf. Wo ist hier ein Zombie? Warte. Ich hab einen Zombie gehört. Haben wir noch?
Haben wir da nicht? Hä? Da haben wir gar keinen. Stimmt, ich höre auch einen. Ich weiß nur nicht wo. Ist aber oh, war der Killi da schon dran oder hat er. Oh, das hat der Gierige nicht gesehen. Ich bin gerade am Craften. Und er ist leer. Peroxid, Reinforced. Oh, Entschuldigung, ich hab gerade. Ich fass im Hals, das ist echt unangenehm. Und das ist zum Ende Alter. Der Folge hin. Aber warte, warte, ja. warte. Das okay, ist ja, ich warte. Ja, das muss jetzt. Oh, was? Hä? Man kann in der normalen Spiele gar. Kann man nur eine Brennholz reinmachen und man hat aber 3 Slots zum Einschmelzen. Ui. Okay. Das ist ja interessant. Hab ich eigentlich schon eine Schaufel? Nee. Man kann echt 3 Sachen hier einschmelzen. Cool. Wow, ich habe vorhin gelobt, die Reichweite von den. Also, dass man mehr Sachen gleichzeitig craften kann und meine Leiste ist gerade voll. Also, ich darf jetzt als nächsten Trader finden. Ey, der ist ja gleich hier um die Ecke. Ja, nice. Trader? Ja. Oh, warte da mal auf uns, weil die können wir ja dann ja zusammen, weißt du? Ja, ich warte. Da können wir ja zusammen hingehen und weil wir konnten es ja alle noch nicht zeigen, weißt du? Weil hat ja in der letzten Staffel nicht so ganz funktioniert. Ja, aber. Da hängt ein Auto in der Luft. Warum hängt da ein Auto in der Luft? Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass wir definitiv nicht in dieser normalen Forge. Sachen außerhalb von Eisen reinmachen. Also da soll nur Eisen und Lehm rein. Weil ich sehe, wir können hier nichts weiter behandeln, also brauchen wir die Advanced Forge. Das hat übrigens sehr gut gepasst, gerade Extreme. Wir machen da nichts weiter rein, außer Eisen. Also machen wir da Eisen und Lehm rein. Nein, ich meine halt kein, Auto. Kein Brass, kein Lead, kein Glas, kein Stone. Also das kommt da alles nicht rein. Okidoki. Das Auto hängt ja cool, ne? So, ja, da wollte ich gerade mal gucken. Aber leider ist diese Folge vorbei. Man sieht, wir haben noch 30 Minuten. Ich habe noch 30 Minuten meine Infektion. Wenn ihr natürlich aber sehen wollt, wie die Infektion bei den anderen beiden so ausgefallen ist, dann schaut auch denn auf deren Kanäle. Links natürlich unten in meiner Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ich muss kurz jetzt umgezogen. Ich sage ciao, 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 tschüss, ciao. Tschüss.